Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum 22. Until Dawn Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir zögern gar nicht lange und starten auch schon direkt. Ab geht's. Und genau hier haben wir auch aufgehört, Freunde. So, wir machen jetzt direkt weiter. Genau hier habe ich beim letzten Mal gesagt, machen wir die Pause hier in der Mitte. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal hier um, wo es hier weitergehen könnte. Ach du Kacke, Alter. Ah, ja, ja, ich hoffe, wir werden hier nichts übersehen. Ja, wie wisst ihr, mein Ziel ist es, wie gesagt, alle Hinweise und alles zu entdecken. Jetzt erstmal so eine Schatzkiste. Alter, ist da eine Hand vor? Ach so, das ist hier iPhone. Hä? Da ist ein Foto drin von den, glaube ich, Minenarbeitern, die damals hier drin waren. Ach du Scheiße, Alter. Das hatten wir schon. Es wird oben links aufleuchten. Aber da steht drauf, liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause. Von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Luise. Ach du Scheiße, Alter. Junge, Junge, die waren ja richtig eingesperrt. Stell dir mal vor, ihr werdet in so einem Bergbau da eingesperrt, Alter. Und dann kommen wir, werdet ihr zu Wendigos und so weiter. Oh, Schreck. Was ist das denn, Alter? Also, Schreck. Helm liegt hier auch noch. Ich schau uns mal weiter. Mir ist auf jeden Fall noch eine Leiter. Was soll man mit der Leiter anfangen? Okay. Ja, gut. Das sind, glaube ich, alles keine Hinweise, einfach so Teile. Aber jetzt will ich sie die Wand hochklettern, oder was? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Klettern, springen. Wir machen Klettern, oder? Kreis! Viereck! Oh mein Gott, Alter. Hochstrecken, nach rechts springen. Hochstrecken, Alter. Streck dich hoch. Hui, Dreieck! Ich habe Angst, das Falsche zu drücken. Nicht, dass jemand stirbt oder so. Das wäre mega scheiße. Kreis! Hier muss man wirklich fixiert sein, Alter. Sonst fallen wir runter, Peter. Mit gar kein Arsch in der Hose der Emily, Alter. Da würde ich gar nicht gern von hinten geben. Oh ne, jetzt werden wir locker erschreckt, Alter. Ich weiß nicht, was passiert denn jetzt, wenn da oben was kommt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Oh. Da war nix. Oh mein Gott, Alter. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet, ey? Jetzt gibt's hier wieder tausende Wege, Freunde. Gleich falle ich hier runter, Alter. Das wär's ja noch. Ja, wir müssen uns hier erstmal in Ruhe umschauen, Alter. Eieiei, immer diese Emily. Ich kann mich gerade an nichts mehr erinnern hier. Ich weiß ja nicht mehr, was passieren wird. Oh mein Gott, Alter, das sieht gar nicht gut aus, dieser Weg hier schon wieder. Oh mein Gott, Alter. Boah, ich krieg direkt wieder Paranoia, ne, ohne Witz, ohne Spaß. Ich musste irgendwie ein 11 GB Update runterladen, Alter, für das Spiel, richtig komisch. Ich glaube, die haben da ein paar Fehler. Ja gut, ich meine, wie ich gesagt, da ist da jemand geschrien. Mäh. Mäh. Jetzt sucht sie, jetzt schreit die nach ihrem Freund, ne? War ja klar. Geh mal hier lang. Es geht einfach nur hier weiter, Freunde. Deshalb, wir werden hier schon nichts übersehen haben, Alter. Ich guck wirklich. Wenn ihr, wie gesagt, was seht, alles in die Kommentare rein. Dann spiele ich das Level nochmal neu oder so. Oder wir machen das im Livestream, den Rest, den wir nicht kriegen sollten. Komm schon, verfluchter Mist. Oh Gott, Scheiße. Das geht auch noch das Handy aus, Alter. Na klar, na klar. Verfluchter Mist. Ich würde erstmal was bei Facebook posten, Alter. Gerade in der Grube am Chillen mit toten Bergarbeitern, Alter. Stell dir mal vor, hat ihr so Facebook oder so. Das geht. Oh mein Gott. Ich dreh durch, ne? Ohne Witz, diese Geräusche manchmal hier, ne? Als ob die zum Super Saiyajin werden würden hier, Alter. Ohne Spaß. Oha, was ist das denn? Da liegt auf einmal ein Licht. Okay. Doch die Frage ist, wo wir jetzt lang müssen, ey. Meine Güte, ey. Scharbinski, Scharmuta, Babutska. Zack. Ah, jetzt ist da der Strom an. Das heißt, wir können dort den Aufzug benutzen gleich. Alles klar. Dort schauen wir uns hier erstmal nochmal in Ruhe um, Freunde. Hier wird locker irgendwas sein. Locker, hier muss was sein. Von wo sind wir gekommen? Sind wir von links gekommen oder von rechts? Das ist jetzt die Frage. Ah, wir sind von hier gekommen, genau. Wir sind von hier hochgekommen. Dann müssen wir, glaube ich, da hinten durch. Okay. So. Ich habe hier Angst, dass ich was übersehe. Alter, ich habe locker schon was übersehen. Wir lassen uns, wie gesagt, Zeit, Freunde. Ach du Scheiße, Mann. Meint ihr, es ist richtig hier? Ja, es wird richtig sein, aber ich will alles mitkriegen. Ich will alles finden. Ja, ich schau einfach mal jetzt hier in Ruhe nach. So. Okay, hier haben wir schon mal nichts. Hier liegt auch nichts. Da leuchtet was? Ein Totem!
Aber wenn ich den letztes Mal nicht gefunden habe, dann war ich echt dumm. Mal gucken, was hier für eine Vorausahnung ist. Bestimmt erinnere ich mich jetzt. Guck mal. Ja, stimmt. Daran erinnere ich mich. Den haben wir auf jeden Fall gesammelt, den Gefahrentoten bei Mike in der Psychiatrie, in der Klinik. Junge, Junge, Junge. Aber was ich komisch finde, dass direkt alles nah beieinander ist. Das heißt, guck mal, der Bergbau ist hier, die Klinik ist direkt da. Das ist direkt da, so typisch Horrorfilm. Alles beieinander. Mal ist die Klinik doch 100 Meter entfernt. Oh Gott. Oha. Ist das ein Knopf oder so? Alter, ich würde durchdrehen, ne? Eieiei. Ja, Freunde, nicht mehr lange bis WWE 2K16, Alter, Junge. Da freue ich mich so unnormal drauf. Das Comeback von El Rilla, Alter, Junge. Das muss jetzt gerade aus der Seele geschrien werden. Ohne Spaß, Alter. Das Comeback von El Rille. Junge, Rille, El Rille, auf Rille, auf Rille, auf Rille, auf Rille. Boah, Junge, wir bringen mal auch so einen Song raus wie Apo Red, Alter. Habt ihr den Song von dem gehört? Photoshop. Allerdings, bald kommt auch unser Auf Rille-Song, Alter. Das wäre richtig lustig, oder? Müsste ich mich nur mal ran. Ist ja richtig am Durchziehen hier. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, natürlich, du kannst da hochklettern. Du bist Spider-Man. Emily Spider-Man. Ah, klar, alles klar. Eieiei. Aber es wäre richtig geil. Er kennt ja von Lil Wayne. Amille, Amille. Und dann so auf Rille, auf Rille, auf Rille. Boah, das wäre richtig geil, oder? Und dann die Hook. Und dann den Parts von mir, Alter. Rapp ich irgendwas, Alter. Reizende Gefahr ist mein scheiß zweiter Vorname. Reizende Gefahr ist mein zweiter scheiß Vorname. Boah, hier gibt so viele Sachen. Guckt euch mal an, was hier alles rumliegt, Alter. Guck mal, hier zeigt Hannah ihr Tattoo. Seht ihr das? Sie zeigt ihr Tattoo. Where are you getting... Wann holst du dir deins, Beth? Das Foto war für Beth. Okay. Also in Ruhe erstmal hier umschauen. Links ist nichts. Es geht definitiv da oben links weiter. Seht ihr das? Aber wir schauen uns erstmal hier in Ruhe um, Freunde. Da drüben liegt auf jeden Fall noch was. So, mal gucken, was hier sein wird. Was ist das denn hier? Ah, die Brille von Hannah. Ah. Okay, ihre Brille. Da liegt auch noch was. Hier liegt überall... Muss man wirklich die Augen aufhalten, dass man hier nichts übersieht. Da ist doch was, Mann. Willst du mich verarschen? Da ist doch was. Da leuchtet was. Digga, die Scheiße will mich gerade so verarschen, ne? Ohne Witz. Ey, das ist gerade echt nicht mehr lustig. Ah, hier. Oh Gott, Alter, was passiert denn jetzt hier? Eieiei. Rechts. Links. Wow. Das ist ganz genau ein Jahr. Ganz genau ein Jahr her. Was soll das bloß? Ach du Scheiße, das hat locker Beth draufgeschrieben, weil Hannah dort gestorben ist. Oder beide. Auf jeden Fall, ah. Ich will jetzt noch nicht nochmal zu viel verraten. Ihr wisst, denke ich, was da passiert ist an diesem Tag. Was hier unten mit den beiden Schwestern passiert ist. Das wisst ihr wahrscheinlich noch. Aber wir werden das nochmal alles schön in Ruhe aufdecken. Und jedes Geheimnis lüften. So, ich würde sagen, wir können jetzt hier weitergehen. Wir haben hier alles abgesucht. So macht das Spiel auch Spaß. Wenn man so ein bisschen einen auf Detektiv macht. Detektiv Ernie ist wieder am Start und rasiert wieder hart. Okay. So, ich glaube mal, hier haben wir jetzt alles gesammelt, Alter. Wenn nicht, dann verstehe ich das nicht. Jetzt geht's da hinten links weiter. Aber hier rechts geht's auch weiter. Ah, okay, das ist der Grabstein, glaube ich, ne? Ja. Ja. Oh, Scheiße! Oh mein Gott, Alter. Ey, ich würde dann würde ich, glaube ich, noch mehr durchdrehen, wenn ich das auf einmal jetzt sehen würde, ne? Nachdem ich gedacht habe, dass die da von dem Berg runtergefallen sind und auf einmal merke, die waren hier unten. Ich würde durchdrehen. Ich würde durchdrehen, Amena! Oh mein Gott. Du Scheiße, Alter. Junge, 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 ey. Da hinten liegt auf jeden Fall was. Seht ihr das? Da liegt was, ey. Okay, schnappen wir uns. Aber warum ist die Kamera so weit zurück? Ah, ist das ein Knopf oder so? Das ist auf jeden Fall... Was ist das? Ein Herz? Ja, ey, heb das mal auf, Mann. Das ist bestimmt ein Hinweis. Und ich, Idiot da. Ich mach da irgendwelche Faxen. Dreh das mal um. So. Ne, damit kann die nächste anfangen. Ah, doch, siehst du? Ja, wir haben das aufgeklappt. Sie war hier unten. To Hannah with love. From Hannah with love. Kinder, sieht von Sarah Connor, Alter. Aber die Kamera, die zeigt mir irgendwie hier hin zu der Tür. Jetzt sehe ich es auch. Ich denke mal, bisher haben wir alles gesammelt, oder? Da wird schon... Oh mein Gott. Ey, ich krieg manchmal echt Paranoia, Alter. Ey. Ach du Scheiße, Alter. Was ist denn da hinten los?
Arbeitsamt. Kleiner Indianer vor dem Arbeitsamt. Ja? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, das ist ein Kopf, Alter. Das ist ein Kopf. Das ist ein Kopf, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist der Kopf von Beth. Oh Gott, Beth, nein. Ach du Scheiße, es ist einfach ihr Kopf. Da liegt einfach ihr Kopf. Ach du Kacke, Mann. Oh mein Gott. Ey, das sieht so ekelhaft aus, ne? Oh, so ekelhaft. Da kommt mir die Kotze hoch. Da liegt einfach ihr Kopf, Alter. Kranke Scheiße, Mann. Das ist echt krank. Oh mein Gott, Alter. Einfach ihr Kopf. Da hinten leuchtet auch was, aber ich glaube, da waren wir schon, oder? Ey, ich will wirklich nichts verpassen hier, Alter. Ich suche ja wirklich alles ab, Freunde. Das wollt ihr ja genauso. Dann sind wir ein bisschen das Spiel näher. Hier ein bisschen ein paar Sachen neu erfahren und so weiter. Morgen kommt, denke ich, wieder WWE, Freunde. Übermorgen dann Uncharted. Und dann am nächsten Tag hier wieder schön Until Dawn. Boah, es kommen so viele geile neue Spiele raus, Freunde. Ich weiß gar nicht, was ich alles jetzt machen soll, Alter. Das wird echt lustig werden. Aber werden auf jeden Fall ein paar Abstimmungen kommen, Freunde. Keine Sorge. So. Nach links, rechts, links. Klitschko, ich mache eine Milchschnitte. Oh Gott, Alter. Sieht ihr irgendwo was blinken? Ich sehe nichts blinken. Dann wird hier auch nichts sein. Wenn da nichts blinkt, dann ist da auch nichts. Oh Gott, Alter. Ich habe locker jetzt hier... Eieiei. Aber hier wird nichts mehr sein, Freunde. Wir waren ja vorhin schon hier und haben hier alles abgesucht. Wir haben jetzt nur quasi den Fahrstuhl aktiviert. Von daher denke ich mal, dass wir jetzt hier hoch können. Ohne, dass wir was vergessen haben. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, haben wir die Abfahrt gezogen. So, jetzt geht's hoch. Oh, komm schon, jetzt mach! Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott, ich muss stillhalten. Stillhalten, Controller stillhalten, locker, 100%. Nicht bewegen, siehst du, schön auf Boden gelegt, den Controller. Guck mal, ich hocke, Alter, wie eine Missgeburt. Oh, komm, bitte, komm, bitte, bitte. Oh mein Gott. Bitte nichts drücken jetzt. Wofür verstecke ich mich denn? Komm, wenn er mich trotzdem sieht. Ach du Scheiße. Dreieck! Junge, war das knapp. Dreieck! Scheiße, Alter! Was geht denn hier ab? Ja, wirf doch das Feuer dahin. Schnell! Guck mal, wie lange die zögert, Alter! Die zögert 10 Stunden, ey. Jetzt zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Oh, der will uns eigentlich, glaube ich, nur helfen. Scheiße, Alter. Uiuiui. Ja, geil, Alter. Was war denn jetzt nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Umdrehen, verstecken. Verstecken natürlich. Was für umdrehen, Alter. Oh, jetzt locker wieder stillhalten. Controller hinlegen. Guck mal, ich hier wieder hocke, Alter. Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Eieiei. Nein. Nein. Und gebummt. Ach du Scheiße, Alter. Josh! Josh! Status-Update stand da gerade. Das will ich jetzt mal gerne wissen. So, Beziehungsstatus. Kommen wir jetzt zu Josh ganz nach unten. 100%. Okay, passiert nichts. Okay. Krass, Alter. Josh! Oh, oh, wirklich gut. Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist das schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich hatte kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit passiert? Ungenutzt. Krank, ne? So viel Spaß gemacht wie bei der Puppenspieler. Bei eurer Puppen. Alter. Panik. Krank. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war sauteuer. Und alles ohne. Guck mal. Nein, 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 alles ohne. Das ist so lustig, ey. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Heftig, ey. Ich hatte euch am Haken. Jeden einzelnen von euch.
Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Der hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Eigentlich schon. Was kommt schon? Ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Wichser! Boah, hat er dem eine reingehauen, Alter. Ah. Jungs, kommt schon. Wirklich, das ist doch völlig verrückt. Halt's Maul. Warum schlägst du sie? Ha? Warum musstest du sie schlagen? Ah. Wovon redest du da? Schmetterlingseffekt aktualisiert. Ashley hat die Schere genommen, daraus folgt, Ashley hat auf dem Psycho eingestochen. Weiter. Daraus folgt, der Psycho verpasste Ashley einen Pfeilchen. Daraus folgt, Chris hat Josh geschlagen, weil er sie... Also hätten wir die Schere nicht aufgenommen und den abgestochen, hätte der Nancy nicht geschlagen. Geschlagen, du Stück Scheiße! Oh, ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Kumpel, Alter, Chris, Bro. Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Beschimpfen, das hast du verdient. Abtun, sei still. Ich würde sagen, das hat er sich aber wirklich verdient, Alter. Ich würde den eher beschimpfen. Aber guck mal, der Mike, der hätte sich doch denken können, als ob der Josh die einfach so aus dem Fenster quasi rausreißen kann und dann so weit reinschleppen kann. Niemals, Alter. Das sind wir doch auch schon klar geworden. Bist du irre? Ganz ernsthaft? Kriegst du nicht in dein Hirn, was du getan hast? Ich bin ein Heiler, Mann. Ich bringe Menschen zusammen. Nicht wie ihr Arschlöcher. Es reicht. Das stimmt, aber er hat jetzt Chris und Ashley zusammengebracht, weil die sich jetzt lieben. Die haben sich ganz offen ihre Gefühle erzählt. Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr seid die Klappe. Irgendwie kann man den Josh teils trotzdem verstehen, ne? Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Das war kein Spaß, das war echt zu übertrieben. Hab ich dir wehgetan? Aber man kann ihn auch teilweise verstehen. Leichte Schmerzen. Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, stopp! Alter. Michael! Mike, sorry, Mann! Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Wütend, dir ist nicht zu trauen, skeptisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Skeptisch natürlich. Es stimmt was nicht. Shit, Mike, du. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht, Mann. Machst du Witze? Es fällt mir einfach nur wirklich schwer, zu glauben, dass er Jazz etwas antut. Der kann doch nicht überall sein. Ich war aber selbst dabei. Ja, du hast ihn aber nicht gesehen, du Spasti. Ich hab es gesehen. Das ist ihr Blut. Boah, ey. Denk doch mal ein bisschen logisch nach, Mann. Du kannst nicht einfach alle vertragen. Verdammt! Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein, so war das alles doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Defensiv, du bist der Feigling. Aggressiv, halt deine Schnauze. Du hältst jetzt deine Schnauze. Wird er sagen, du bist der Feigling. Bitte, du bist der größte Feigling überhaupt. Aha. Ich habe was getan.
Ich habe euch glauben lassen an eine Welt, die ich erschaffen habe. Und euch Seiten von euch selbst gezeigt, die ihr an euch niemals sehen wolltet. Das stimmt. Du hast uns manipuliert, reingelegt, deine Freunde verletzt. Und das alles, während du dich versteckt hast. Du bist ein Feigling, Josh, und sonst nichts. Man kann beide Seiten verstehen. Ich verstehe natürlich die anderen mehr als Josh. Aber jetzt sind immerhin er und Chris und Ashley zusammengekommen. Dank ihm, quasi. Okay, fesselt mich nur, okay. Halt still, Mann. Klar, still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Oh, Mann. Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Trend. Ja. In Gottes Namen. Die sind der Phasen. Kabel, bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme. War früher schon mal so drauf? Mindestens nein, für drei Geiseln. Nie so erlebt. Oder ihr Geld zurück. Alle sind dumm. Dumm, dumm, dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm-Dumm. Bitte, was sagst du da? Ich sagte, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Oh. Ashley, du wirst nicht sterben. Ich hol dich da raus. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du... Ich weiß nicht, dieser Effekt aktualisiert. Oha, was war denn das da gerade? Und wer soll sterben? Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Daraus folgt, Ashley war dankbar und fühlte sich Chris verpflichtet. Und daraus folgt, Josh fühlte sich betrogen und stellte sich gegen Chris. Er war enttäuscht von ihm, dass er lieber Ashley retten wollte, anstatt Chris. Anstatt Josh, ja. Dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy! Schluss! Ja, hör mal. Überlass doch lieber Ashley unserem Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Chris. Ich mach den Typen alle. Hör nicht auf ihn. Er ist es nicht wert. Hey, Mike. Mike. Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tue ich. Tue ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Entwaffnen, schlagen, Josh. Josh schlagen würde ich eher machen. Verdammtes Schwein! Hallo! Boah! Alter! Junge hat er da drauf geschlagen. Warte, Chris schlug Josh. Daraus folgte das, Alter. Alter. Stopp, Mann! Hör auf! Was soll der Scheiß? Du wolltest schießen. Ich hab nur so getan, Mann. Um ihm Angst zu machen. Damit ihr mal sieht, wie das ist. Gott verdammt, Mann, ich hab ihn fast kalt gemacht. Ganz ruhig. Alles gut, ihm fehlt nichts. Ich hab das nicht gern getan. Tja, wenigstens ist er jetzt still. Geh zurück zur Lodge. Status-Update, Alter. Boah, guck mal zu Ashley, ganz voll. Tapfer. Alter, guck mal bei Ashley, einfach ganz voll. Aber guck mal, ich hätte eigentlich, wenn ich nicht wüsste, dass Josh der Täter ist, hätte ich Josh gerettet anstatt Ashley, wo man sich entscheiden musste zwischen beiden. Weil ich mag Ashley ich mag sie nicht so sehr. Ich hätte am liebsten Josh gerettet, aber ich wusste ja, was passiert ist. Beim ersten Versuch habe ich ja auch Josh gerettet. Aber niemand hätte das gewusst, dass er der Killer ist. Was? Warum? Ich bewache ihn bis morgen früh. Und du sollst dabei nicht ständig auf ihn einprügeln. Das ist nicht fair. Ich wollte dich nur beschützen. Ja, tja, Job erledigt. Nimm eine Auszeit. Was soll denn das, Mann? Geh zurück zur Lodge. Los. Alter. Jetzt. Krass, man sieht hier immer neue Sequenzen, die man vorher gar nicht kannte, ne? Also man hört Wörter und Sprüche, die man davor noch gar nicht gehört hat, weil man die anderen Entscheidungen genommen hat. Richtig krass, Alter. Was bisher geschah? Josh. Josh. Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein. Nein, 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 sie sind fort. Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht?
Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Wofür verstecke ich mich denn, wenn er uns dann erwischt? Kapitel 8, Enthüllung. Ach du Scheiße. Warum rennt ihr nicht da weiter? Er hat sich woanders versteckt. Die ist doch so dumm, ne? Ja. Alter! Ben und Steve! Und verschwinde schnell von hier! Junge, Junge, da war der Wendigo, Alter. Ach du Scheiße, ey. Oh, locker alles gebrochen, ey. Scheiße, ey. Emily, Minen, 4:01 in der Nacht. Okay. Das ist die Taschenlampe, ey. Ah! Boah, mich jetzt erschrocken, Alter. Meine Güte, ey. Was eine Scheiße, Alter. Ich habe gedacht, das wäre eine Taschenlampe. Ist das so ein Leuchtstab? Okay, Freunde, wir können weitergehen. Ja, die Frage ist jetzt, wir müssen jetzt hier natürlich alles erstmal in Ruhe absuchen und gucken, was wir finden hier. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal hier oben und gucken, ob wir hier was finden oder nicht. So, jetzt geht's wieder ran mit Emily hier. Da hinten links leuchtet auf jeden Fall was. Aber hier rechts, was ist denn hier rechts? Ist da, ah, das ist eine Kabine. Da liegt eine Postkarte oder was ist das? Ah, hatten wir die schon gehabt? Ich weiß es nicht. Ja, die hatten wir schon. Es wird oben links was leuchten. Auf der Rückseite Billy Banks, Sprenggruppe Northwest Mean Alberta. Hey Billy, ich hatte viel Spaß. Komm vorbei, wenn du mal in Calgary bist. Loretta, XXX. XXX heißt knall mich von hinten. So, jetzt schauen wir uns erstmal hier weiter um. Alter, was haben wir denn hier oben noch? The Arkham Knight. So, Blackwood Mine. Dieser Teil der Mine ist kürzlich eingebrochen. Bitte kontaktieren Sie die Arbeiter Hartaner. Okay. Ich denke mal nicht, dass wir hier... Oh. Springen. Sollen wir runterspringen? Hey. Ah, jetzt haben wir den Bereich da hinten nicht abgesucht, Alter. Ah, ich glaube mal nicht, dass da was gewesen ist, oder, Freunde? Meint ihr, da war was? Wir hätten auch ein bisschen nach unten gehen können. Scheiße, Alter. Warum habe ich denn nicht vorher nachgeguckt? Aber ich denke mal, da wird nichts gewesen. Da wird nichts gewesen sein. Weil wir sind ja von da gekommen, glaube ich, ne? Ach ja, wir sind von da runtergefallen. Dann kann da, glaube ich, auch nichts sein. Also ich hoffe es zumindest, dass da nichts war. Jetzt schauen wir uns erstmal hier noch. Ah, da leuchtet was. Alter, da liegt ein Totem. Aber wenn ich den übersehen habe, dann war ich aber echt eine richtig fette blinde Kuh, Alter. Oder, Freunde? Gucken, was wir da drin sehen können. Ja, das ist nämlich ihr Glückstotem, oder? Ja, ein Glückstotem. Habe ich es gewusst, Alter. Ich glaube, wir finden immer mehr Totems. Wie viele Totems haben wir denn bisher? Und es fehlen uns nur noch, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Totems. Dann haben wir alle und können uns, guck mal, hier unten, seht ihr diesen Film? Da ganz unten, Ereignis abspielen, seht ihr das? Wir brauchen den komplett grünen, rot, den roten Bereich und dann können wir uns alle Filme, den ganzen Film anschauen. Das wird mega spannend werden. Das wird es nochmal am Ende geben, hier so ein kleines Making-of quasi von mir, wo ich dann euch nochmal ein bisschen die Hinweise zeige, wo wir nochmal ein bisschen über das Spiel reden. Das wird am Ende kommen, so ein kleines Revue von mir, Resümé. Oh, meine Deutsch-Vokabular ist ja richtig gut gerade. Ja, ich denke mal, hier wird nichts sein, oder? Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Da rechts ist auch nichts, ne? Habe ich nichts gesehen? Scheiße, Alter, diese Soundgeräusche hier, diese Effekte manchmal, ne? Da dreht man quasi wirklich fast durch. Oh mein Gott, irgendwas passiert jetzt. Ich hab's so im Kopf. Irgendwas passiert jetzt, Alter. Was ist hier los? Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Dreieck. Jetzt geht's los, Alter. War, Alter. Junge, Junge, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ist es wichtig aufzupassen, Freunde. Oh mein Gott, Freunde, das wird jetzt so schwer. Ich muss die Tasten richtig drücken. Die Tasten richtig drücken. Die Tasten, die Tasten, die Tasten richtig drücken. Die Tasten, die Tasten, die Tasten. Nach rechts, nach rechts. Oh mein Gott, Alter! Der Wendigo ist wieder da! Scheiße, daran erinnere ich mich gar nicht mehr! Jetzt geht hier die Post ab! Scheiße, Alter! Oh mein Gott, Alter! Mach R2 und dann unter! Schnell! Oh mein Gott, Freunde! Wir müssen durchziehen! Wir müssen überleben mit Emily! Wir haben wirklich gesagt, dass wir alle durchbringen! Ausatmen, einatmen! Oh mein Gott! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Der Wendigo!
Und den kriegt man Angst, wenn die gut. Ich würde ihm erstmal einen Links-Rechts-Haken geben, dem Pisser. Bam, in die Fresse. Oh mein Gott, jetzt. Guck mal hinter ihm. Nein, nein, ich hab's nicht geschafft, Alter. Ich hab den Controller nicht auf den Boden gelegt, Freunde. Das war mein Fehler. Ich hab den Controller nicht auf den Boden gelegt, aber ich wusste nicht, dass jetzt so eine Stelle komplett nicht bewegen, Alter. Kreis! Oh mein Gott, das war so knapp. Habt ihr das gesehen, Alter? Im letzten Moment, Dreieck. Junge, das ist viel zu schnell, Alter. Jetzt muss man wirklich aufpassen. Ich darf nichts Falsches drücken, sonst sterben wir. Sonst sterben wir. Komm, ich will alle durchbringen. Ich will alle durchbringen, Freunde. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben, Alter. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Was machen wir? Weiter hoch oder jetzt rechts? Irgendwas war da, ne? Oder? Es kommt schon. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Weitergehen, abspringen. Weitergehen. 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 Geh weiter, geh weiter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein. 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 Oh, Scheiße. Freunde, Scheiße. Ich muss gerade voll lachen, Alter. Ey, unser Hauptziel für die zweite Runde. Ja, nee, bring alle durch. Rette alle. Und ich Idiot, Alter. Ich Idiot. Bring einfach Emily um. Ey, aber das war so schnell mit den Tastenkombinationen, Freunde. Ich habe eine Idee. Wir werden es so machen beim nächsten Mal. Ich werde das komplette Level für euch nochmal neu spielen und Emily da durchbringen und dann sehen wir uns an dieser Stelle hier wieder, okay? Machen wir das so, Freunde? Ey, das kann ich mir jetzt echt nicht geben. Ich Idiot, Alter. Ich hatte zweimal die Optionen. Ich drücke... Ey, ich habe mich zweimal verdrückt und ich stirbt in diesem scheiß Ding. Das wusste ich gar nicht, dass ich da auch sterben kann. Kranke Scheiße auf jeden Fall, Freunde. Dafür muss ein Like da gelassen werden. Das war richtig lustig, ey. Ey, ich bringe alle durch. Ich bringe alle durch und Emily stirbt. Geil. Ich werde es auf jeden Fall nochmal neu machen, aber ich zeige euch das nicht im Let's Play, sondern ich zeige euch genau diese Stelle, wo wir da rüber springen und dann machen wir das in Ruhe. Alles klar, Freunde? Dann würde ich sagen, das war's dann an dieser Stelle auch. Euer Öni ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. In 3 Tagen geht's dann, denke ich, weiter hier mit Until Dawn. Also nicht übermorgen, Freunde. Morgen kommt, denke ich, wieder WWE, übermorgen Uncharted und in 3 Tagen wieder Until Dawn. Alles klar, damit ihr Bescheid wisst, euer Öni ist raus. Lasst einen Daumen nach oben da für diese geile Aktion hier. Haut rein und ciao. Scheiße, bin ich dumm, Alter.